Herzlich willkommen zum Online-Kongress mit deinem Talent zum Erfolg. Ich bin Christina Husmann und heute spreche ich mit Sandra Weber über das Thema, wie dein Unterbewusstsein dich erfolgreich macht. Sandra ist die Entwicklerin der Teki Heil- und Bewusstseinsmethode sowie Teki Bewusstseinstrainerin und Autorin. Sandra, schön, dass du da bist. Ich freue mich, mit dir über dieses tolle Thema zu sprechen. Das ist das Thema schlechthin. Was sollen wir eigentlich hier? Warum sind wir da? Und wie können wir an unser Potenzial rankommen? Also ich bin sehr froh, darüber sprechen zu dürfen mit dir, Christine. Danke. Sandra, du hast ja deine eigene Heil- und Bewusstseinsmethode entwickelt. Wow, was hast du denn davor gemacht? Davor, ich hatte eine ganz klassische Bahn, eigentlich Schule, Gymi. Irgendwann abgegangen, weil ich keine Lust mehr hatte, weil ich dieses System nicht verstanden habe, also nicht wusste, was ich darin soll, und mangels einer Ahnung, was ich dann tun soll mit meinem Leben. Es war ja damals niemand irgendwie für einen da, um die Talente freizulegen oder so, ja. Bin ich dann erstmal ins Reisebüro meines Vaters. Der hatte ein großes Reisebüro mit Geschäftsreiseabteilung und da habe ich praktisch Geschäftsreisen für die größeren Firmen immer arrangiert. Genau. Und es hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe das auch gerne gemacht, aber ich habe immer gemerkt, okay, das ist eben ein 9-to-5-Job, um irgendwie Geld für die Miete zu haben und so, aber das ist nicht das, was mich erfüllt oder wofür ich hergekommen bin. Wow. Und ja, das kam dann erst später. Soll ich das auch gleich erzählen? Und wie bist du darauf gekommen, deine eigene Heil- und Bewusstseinsmethode überhaupt zu entwickeln? Das war nie der Plan. Also nie, mein Seelenplan war es offensichtlich, aber mein Plan war das erstmal nicht als Mensch. Ich habe einfach, während ich ja, schon in meiner Jugend sehr große Probleme entwickelt durch die Scheidung meiner Eltern, durch gewisse körperliche Dinge, Beziehungsprobleme entwickelt. Ich habe einfach nicht verstanden, wie das Leben funktioniert, wie glücklich geht. Das war mir alles ein Buch mit 7 Siegeln. Und so habe ich schon immer gesucht. Ich habe immer gesucht, da muss es doch etwas geben, jenseits von Arztbesuchen, Pillen, Säften, sonst was man da so bekommt oder irgendwelchen Psychotherapien, die einem angeboten werden. Und so bin ich über Freundinnen, über Tipps immer mehr in diese alternative Schiene gekommen, habe dann auch Homöopathie, alles Mögliche ausprobiert, Hypnose, Rückführungen. Und hatte dann so ein paar Schlüsselerlebnisse, wo ich einfach gemerkt habe, wow, so funktioniert's. Alles andere funktioniert nicht oder geht mir zu langsam auch, geht mir zu lange. Es hat mir auch nie gefallen, dass ich immer jemanden brauche, weil ich hatte auch das Geld gar nicht, ständig zu jemandem zu gehen oder irgendwelche Seminare zu machen. Es musste einfacher sein, ja. Es musste aus mir heraus irgendwie kommen können. Und so war mein Bestreben immer, selber zu lernen, was die da mit mir machen. Und ja, ich habe unglaublich viele Bücher, gelesen, Gespräche geführt. Ich habe einfach geforscht an mir selber durch meine eigenen Herausforderungen. Was kann ich tun? Wie kann ich anderen Menschen helfen? Wie kann ich mir selbst helfen? Natürlich zieht man ja auch die Menschen an, die die gleichen Herausforderungen oder ähnliche haben. Und nachdem man sich vielleicht ein paar Jahre im Kreis dreht und Probleme analysiert, fällt einem vielleicht irgendwann auf, so kommt man nicht weiter. Man muss mal in den Lösungsmodus gehen, ja. Und so war es einfach bei mir. Ich hatte dann so ein paar Durchbrüche und habe das dann weiterverfolgt. Und das war dann schon jenseits von anderen Methoden, sondern ich habe dann einfach mein Ding gemacht, weil ich gemerkt habe, also wenn ich mich so verbinde, dann bin ich sicher, dann ziehe ich mir keine Fremdenergien rein, dann kann ich gut wirken, dann bin ich wirklich verbunden, dann bin ich wirklich in einem anderen Zustand und jetzt kann ich mit den Ahnen zum Beispiel arbeiten, jetzt kann ich in meiner Seelenbiografie Dinge auflösen, jetzt kann ich einfach zur Seite räumen. Und das ist auch die Essenz von Teki, dass wir gar nichts werden müssen,
sondern dass grundsätzlich alles in uns ist. Unser Seelenplan ist da, unser Potenzial ist da, alles ist da. Aber wir haben verlernt, darauf zuzugreifen. Wir haben Blockaden entwickelt, die uns den Zugang versperren. Und das muss man meiner Meinung nach finden und ausräumen, damit man wieder wirklich in die eigene Kraft kommt. Und mir geht es darum, jeden wirklich in seine eigene Schöpferkraft zu bringen. Ja. Ja, so habe ich damals dann einfach an mir selbst gearbeitet, immer mehr an Freundinnen, Familie und allen ging es besser. Und dann kommen natürlich die Freunde von Freunden und die Tante von der Mutter, von der Großtante und so weiter. Ja. Also dann kommen alle. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt meldest du mal ein Gewerbe an. Also ich bin immer nur meinem Herzen gefolgt, das will ich sagen. Ich hab nicht den Plan gemacht, ich habe nie eine Zielgruppe erarbeitet oder irgend sowas Verstandesorientiertes, sondern ich bin einfach dem gefolgt, habe nebenher mein Geld im Reisebüro verdient und bin hier meinem Herzen gefolgt. Und das ist eben ganz schnell ganz viel mehr geworden, dass die Menschen gesagt haben, hey, das ist so genial, wir wollen das auch lernen, wie geht das, wie heißt das? Und dann kam durch die Quelle der Name Teki, habe ich erst gar nicht verstanden, warum soll ich das so nennen, aber ich habe es genommen und konnte dann so reindeuten, the key, der Schlüssel, oder auch französisch, Teki, wer bist du? Wer bist du wirklich? Ja. Oder auch Theta-Zustand, in dem wir wirken, und Ki, Lebensenergie. Also es steckt doch einiges drin in diesem Wort. Ja. Und das habe ich dann genommen, habe ein Seminarkonzept entwickelt, sehr umfangreich. Also ich habe mittlerweile an die 10 auch Intensivseminare, Vertiefungsseminare. Das ist eine richtige Ausbildung zum Teki-Bewusstseinstrainer. Und ja, es funktioniert einfach, es läuft. Ohne dass ich je bewusst diesen Plan verfolgt habe. Ich bin immer nur meiner Freude gefolgt. Finde ich total klasse. Anstatt dass man wirklich Pillen nimmt oder von außen sich Hilfe holt, dass alles in einem steckt. Das ist unglaublich. Hattest du denn Zweifel, bevor du erfolgreich geworden bist? Jein, also das ist eine gute Frage, ja, weil da war ein Teil in mir, dieser ewige Teil, weißt du, dein wahres Selbst, das ja jeder hat, der wusste, dass da irgendwie noch so was Tolles kommt. Der wusste das immer. Aber natürlich hat mein Ego gezweifelt. Mein Ego hat gesagt, warum soll denn das bei dir klappen? Das probieren so viele und bei denen klappt das auch nicht. Jetzt bleib mal schön im Reisebüro, da hast du deine sichere Sache. Und ja, aber man muss ja auch gar nicht immer gleich alles aufgeben. Man kann ja auch überschneidend wirken. Man kann ja auch wirklich sagen, ich bin dankbar für diesen sicheren Job, den ich da gerade vielleicht habe. Und nebenher entwickle ich eben etwas anderes oder verfolge ich das, wofür mein Herz wirklich schlägt. Ja. Ja, finde ich auch. Also wenn man sich mit etwas befasst, was man gerne macht, warum denn nicht? Ne, man kann ja wirklich so langsam peu à peu damit starten. Ja, eben. Sandra, wenn egal du. von wo. Das ist es ja immer. Das Ego sagt immer, jetzt gerade geht's nicht. Das Ego sagt grundsätzlich immer nein. Genau. Und es findet immer Gründe. Du bist zu alt, zu jung, dir fehlen noch ein paar Ausbildungen oder ein Partner oder ein Raum oder die richtige Wohnung oder Kollegen oder Unterstützung. Irgendwas fehlt angeblich immer, warum du jetzt gerade nicht starten kannst. Und so kannst du Jahre und Jahrzehnte verlieren. Und das ist vielleicht so was, was ich nie hatte, ich hatte nicht so viel Angst. Beziehungsweise ich war mutig. Mut geht ja nur, wenn man auch ein bisschen Angst hat, ja. Also ich hatte schon Angst, mich zu zeigen. Wow, vielleicht finden das alle total doof. Die kennen mich ja ganz anders oder eben diese andere Seite von mir. Und jetzt lernen sie die neue kennen. Was passiert denn dann? So Gedanken hatte ich natürlich auch, aber das andere war stärker. Das war einfach stärker und dann habe ich das überwunden. Und ich glaube, darum geht es auch oft, ja, dass man Ego und Seele unterscheiden kann und dann sich für die Seele entscheidet. Ja, das Wichtigere Ja. finde ich auch. Was soll denn passieren im schlimmsten Fall?
Es kann nichts passieren, wenn man sich traut. Also meine Erfahrung auch mit so vielen Menschen ist wirklich, wenn du dich auf deinen Lebensweg begibst, wenn du dich nicht mehr rechts und links in Seitengassen verirrst, wenn du dir nicht mehr selber in die Tasche lügst, dass du eben noch dies und jenes vorher brauchst oder machen musst, sondern wirklich einfach losgehst für das, wofür du da bist, wofür du inkarniert hast, dann bekommst du Rückenwind. Ja. Es ist oft diese eine Entscheidung, die musst du noch wie aus dem Nichts treffen, zu sagen, hey, ich mach's. Ich weiß noch nicht, wie alles gehen soll, aber ich weiß, es ist mein Plan, also wird es auch klappen. Ja. Weil warum sollte ich mit einem Seelenplan hierher kommen, der dann nicht erfüllbar ist? Das macht keinen Sinn und das habe ich auch noch nie bei jemandem erlebt. Wenn du losgehst, dann bekommst du Rückenwind. Aber dieses Losgehen, das muss aus dir selber rauskommen. Wie so Ja. dieser Schritt auf die Rolltreppe. Den machst du noch Ja. und dann fährt es dich. Stimmt, das ist ein gutes Beispiel. Ja. Sandra, wenn du als Bewusstseinstrainerin nochmal starten würdest und du hast das aktuelle Wissen von heute als Unternehmerin, als Bewusstseinstrainerin, welche wichtigsten Schritte würdest du gehen, um dir dein Business nochmal aufzubauen? Da müsste ich erst mal analysieren, wie ich überhaupt mein Business aufgebaut habe. Ich glaube, da bin ich gar nicht so die Richtige dafür, für so strategische Fragen. Bei mir war es wirklich immer so, dass der nächste Schritt nötig war. Weißt du zum Beispiel, okay, der Seminarraum für 10 Leute reicht jetzt Ja. nicht mehr. Ich muss einen größeren mieten. Nimmst du den größeren? Okay, der reicht jetzt auch nicht mehr. Ich miete noch mal was Größeres oder ich schaue mal, was es jetzt sonst noch gibt mit Verpflegung, mit Catering und so weiter. Ja. Okay, jetzt brauche ich eine Mitarbeiterin. Okay, ich brauche noch mal eine. Also es war immer so, dass man einfach gemerkt hat, okay, was wird gebraucht und das dann umgesetzt hat. Ich bin nie mit einem Businessplan gekommen und habe gesagt, so Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, so funktioniere ich nicht. Also wirklich nur ein Schritt nach dem anderen, was gerade gebraucht wird, das lernst du oder das nimmst du dir. Genau, ja. Was ich für ganz wichtig halte, gerade in dieser spirituellen Welt, ist, dass du dir erlaubst, den Raum zu haben, wirklich das zu tun, für was du da bist. Ja. Weil das ist wirklich eine Hürde, wenn du dich selbstständig machst und bist eigentlich so ein ganz fühliger, spiritueller Mensch. Und jetzt hast du aber ja noch keine Mitarbeiter, du hast noch niemanden, der die Buchhaltung für dich macht oder Ja. sonst was oder die Räume putzt, du machst alles selber, ja. Und vielleicht hast du noch nebenher einen anderen Job, der dir noch ein Gehalt sichert, vielleicht hast du noch Kinder zu Hause, das ist echt viel, ja. Und vor lauter müssen und du musst dann natürlich Dinge, du musst deine Steuererklärung abgeben, du musst Termine einhalten, du musst die Räume sauber haben und so weiter. Und vor lauter müssen kann es passieren, und das beobachte ich immer wieder bei Menschen, dass sie dann sich wirklich irgendwo selber verlieren in all der Organisation drumherum Ja. und gar nicht mehr das tun können und so wirklich offen sein können, empfangen können. Auch Neues kreieren können, weil sie so sehr in der Schleife hängen. Und da relativ schnell sich jemanden dazu zu holen, der genau das gerne macht, ist wichtig. Also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Tipp für ein Unternehmen der neuen Zeit, wie ich das Ja. nenne, dass wir müssen noch teilweise das Alte bedienen. Wir hängen alle noch im System. Du brauchst ein Bankkonto und so weiter. Aber dass du dir größtmöglichen Freiraum verschaffst und auch deine Mitarbeiter, wenn du welche hast, oder Co-Kreateure, wirklich an den Positionen hast, wo sie sich am wohlsten fühlen. Also wir handhaben das wirklich so, dass wir da auch kreativ bleiben. Ja? Wir haben immer wieder mal einmal im Jahr, zweimal im Jahr so ein Treffen, da setzen wir uns zusammen. Jeder soll sagen, wie es ihm geht, ob alles noch passt, ob alles wunderbar ist, was er für Verbesserungsvorschläge hat. Und dann kann natürlich schon auch mal kommen, du, ich würde gerne den Bereich noch mehr für mich erschließen und das andere eher abgeben. Ich mache lieber Buchhaltung als Seminarbestätigungen oder andersrum oder wie auch immer. Und dann sagt eine andere, oh super, ich wollte ein paar Stunden mehr arbeiten, ich übernehme das. Ja? Und so kreiert sich das Ganze immer wieder neu und die Menschen sind immer wieder glücklich, weil sie genau das machen dürfen,
was sie ja auch wollen. Also es geht ja nicht nur um ein Selbst. Ich will mir jetzt ein Unternehmen aufbauen und erfolgreich sein, sondern es geht ja auch um die Menschen, die dabei sind. Die sollen ja genauso das tun, wofür sie hergekommen sind. Ja, das finde ich Und toll. nur Das dann klingt ist das die Blume des Lebens, also die ideale Geometrie, die richtige Energie im Fluss. ja, das ist fantastisch. Man kann sich wirklich weiterentwickeln, wo man gerade möchte. Genau, ja. Das. Und wie kamst du darauf, deine eigene Heil- und Bewusstseinsmethode überhaupt zu veröffentlichen? Du hättest das ja alles für dich behalten können und wirklich alleine glücklich werden können. Es war einfach nicht der Plan. Also, wie ich vorhin schon erzählt habe, die Menschen sind auf mich zugekommen, haben Ja. gesagt, du musst dem Kind einen Namen geben, du musst es irgendwie strukturieren, dass wir das lernen können. Mach ein Seminar. Und so kam das, dass ich meine ersten Seminare gegeben habe und dann kurz darauf auch ein Buch geschrieben habe drüber, mein erstes Buch, Teki, entwickle dich. Und ja, ich gebe viel, ich gebe wirklich viel Preise. Also ich bekomme auch immer wieder Zuschriften schon alleine zu dem Buch. Mein Gott, was da alles drin ist. Die meisten behalten das immer für sich, damit man in die Seminare kommt. Ich Genau. gebe sehr, sehr viel raus, weil es nicht mein Anliegen ist, möglichst viel Geld zu verdienen oder möglichst bekannt zu sein oder sonst irgendwas. Wenn das sein soll, kommt es sowieso, ist es sowieso so, ja. Und wenn nicht, dann nicht. Mir geht's gut, sondern mein Anliegen ist, es ist ein großes Anliegen, dass sich wirklich die Welt verändern darf, ja, indem jeder Mensch die Möglichkeit hat, in seine Kraft zu kommen, auf sein Potenzial zuzugreifen. Wenn das nur ich tue und es den anderen verwehre, obwohl ich eigentlich weiß, was sie bräuchten, Ja. dann komme ich doch auch nicht weiter. Dann leben doch auch meine Kinder in einer Welt unter Menschen, die das alle nicht können, nicht tun und dadurch unglücklich sind, neidisch sind, auf Konkurrenz aus sind und so weiter. Diese Welt, die wir doch alle kennen, die wir doch alle erfahren haben, wollen wir die denn wirklich weitergeben an unsere Kinder? Nein. Diese Ellbogenmentalität und den anderen klein machen müssen und so weiter. Ich will was anderes vermitteln. Ich will vermitteln, du bist wunderbar. Auch wenn du dich gerade als Stresser erfährst oder ausdrücken möchtest oder als krank oder als begrenzt oder als im Mangel. Wir sind alle Schöpfer. Wir wählen gerade nur, wie wir uns erfahren. Und wenn wir uns bewusst werden, dass wir die Wahl haben, dass wir uns anders erfahren können, dass wir uns auch in Fülle erfahren können, im Fluss erfahren können, mit tollen Menschen um uns herum, verbunden mit der richtigen Berufung. Ja. Wenn wir das alle können, ja, was leben wir denn dann für eine geniale Welt? Und das ist mein Plan, dafür bin ich da. Also es ging nicht anders, um deine Frage zu beantworten. Und ich habe auch meinen Auftrag insofern noch erweitert gesehen, weil ich ganz viele Einblicke auch habe in andere Leben, die ich schon gelebt habe. Da habe ich in meinem zweiten Buch Involution viel dazu geschrieben, auch zu Atlantis, zum alten Ägypten und so weiter, wie es damals war, wie wir damals auch gelebt und geheilt haben. Und weil ich da eben so vieles wahrnehmen konnte, habe ich das natürlich auch alles ins Heute transportiert und in Teki verarbeitet, in Teki verewigt. Und das ist nichts, was man für sich behalten sollte. So ist das ganz sicher nicht gemeint. Ja, das ist der Wahnsinn, wenn die Welt wirklich so viel besser werden würde dadurch. Ja, und die Kinder das alles nicht erfahren, was wir durchmachen müssten. Das Genau. ist fantastisch. Da sind gerade große Kräfte am Werk, ja. Die einen, die weiter so machen wollen mit Krieg und Zerstörung und so weiter und immer alles enger und kontrollierter. Und dann können wir nur diese Gegenbewegung machen, zu sagen, Moment, es gibt da auch eine andere Welt, eine andere Wahrheit. Ich habe eine andere Idee. Ja. Vielleicht magst du da einsteigen. Ja. Ja, finde ich viel besser. Also wenn ich an den Ukraine-Krieg denke, das hätte auch anders alles laufen können. Klar. Ja. Und für die Teilnehmer, die dich noch nicht kennen, kannst du mir mal Teki-Methode genauer erklären? Was ist das? Was machst du? Also,
Grundsätzlich lernt jeder gleich im TK1-Basisseminar, das ist auch Voraussetzung für alle weiteren Seminare, lernt jeder, wie er sich selber praktisch sauber verbindet mit Erde und Quelle, also wirklich enorm stabil herzbasiert durchs Leben gehen kann, durch jeden Tag, ab morgens schon, ab aufwachen. Und das integriert sich auch immer mehr, dass du wirklich raus aus dem Kopf kommst und immer herzbasierter leben kannst, deine Entscheidungen auch viel schneller treffen kannst, weil du im Herzen spürst, das macht eng, das fühlt sich nicht gut an und das macht mir Freude, den Weg gehe ich, egal was mein Kopf dazu sagt. Das sind nur 5%, ja, oder maximal 10. Auf die höre ich nicht, wenn ich hier einen Zugang habe zu meiner Seele, zu meinem Seelenplan, zu meinem Potenzial, zur Ewigkeit, also auch zur Zukunft, die mein Verstand überhaupt nicht kennt. Der greift ja immer auf die Vergangenheit zu. Also dieses Herzbasierte ist ganz zentral in Teki. Und in Teki 1 lernt praktisch jeder einfach erst einmal, wie verbinde ich mich wirklich in Sekundenschnelle mit einem einzigen Gedanken auf diese Art und Weise. Und dann kommt auch das Gehirn in den Theta-Zustand. Das ist messbar. Und im Theta-Zustand haben wir zum einen eine erweiterte Wahrnehmung. Wir können also viel mehr wahrnehmen. Wir können schauen, was ist die Blockade für meine Allergie? Oder dass ich immer an Männer gerate, die mich betrügen. Oder dass meine Freundschaften immer den Bach runtergehen. Oder dass ich mich nicht traue, mich jetzt selbstständig zu machen. Was auch immer. Du kannst bei allem nach der Ursache schauen und diese Ursache dann transformieren. In Sekunden Schnelle, weil es einfach nur Energiefelder sind. Jede Blockade, auch wenn da ein dickes Trauma dran hängt, ist am Ende eigentlich nur, wenn du dir den Fluss der Lebensenergie vorstellst, so ein Knoten. Und den können wir transformieren und die Energie fließt wieder. Und du hast auf einmal eben nicht mehr diese Ängste, nicht mehr diese Ausschläge. Du gehst auf einmal los, ohne dich gebremst zu fühlen, was auch immer, ja. Also wir können Blockaden transformieren, wir können fremde Energien transformieren, wir können in der Ahnenlinie schauen, was blockiert mich da noch, was sind da für Programmierungen in Sachen Mangel und Fülle, Angst, Beziehungen, Krankheit, Gesundheit und so weiter. Und natürlich auch auf unsere Seelenbiografie zugreifen. Und im Theta-Zustand ist es auch so, dass das Unterbewusstsein ganz offen ist. Das heißt, du kannst auch auf Glaubenssätze zugreifen, die dir in der Kindheit zum Beispiel schon mitgegeben wurden. Und das ist ganz viel. Also das meiste an Glaubenssätzen, an inneren Programmierungen haben wir wirklich aus den ersten 7 Lebensjahren. Und wenn wir da rankommen, eben nicht nur mit positiv denken, weil das ersetzt nicht diese Tiefenprogrammierung, sondern wirklich diesen Glaubenssatz oder diese Kernüberzeugung in der Tiefe unseres Bewusstseins umformulieren, dann verändert sich das sofort. Also nicht diese 21 Tage oder was man sonst so hört, sofort ist das verändert. Ja, und so können wir einfach erstmal aufräumen, schauen, was uns im Weg steht und uns dann auch nach und nach neu programmieren. Das geschieht alles in TK 1, also da bekommt man ganz, ganz, ganz viele Tools an die Hand. Und was die Menschen da hauptsächlich rückmelden oder was mir auch am besten davon gefällt, von den Rückmeldungen ist, Sandra, vielleicht habe ich noch zu tun, aber ich bin kein Opfer mehr. Ich bin nie mehr Opfer der Umstände, sondern ich weiß jetzt, dass ich alles kreiere, alles kreiert habe, was ich jetzt erlebe und deswegen auch die Macht habe, jetzt alles zu verändern, so wie ich es möchte. Man hat das Werkzeug auf einmal in der Hand, wo man vorher so dastand. Ja? Und das macht einen Riesenunterschied einfach im Leben, dass man weiß, okay, ich habe vielleicht noch das eine oder andere Thema. Wir können nicht das ganze Leben in einem einzigen Seminar verarbeiten. Da musst du schon hier und da nochmal selber draufschauen. Aber du hast jetzt die Möglichkeit. Und du kannst dich jetzt trauen. Weißt du, vorher ist man vielleicht auch davongelaufen vor manchen Dingen, die immer wieder hochkommen. Weil, wie soll ich es lösen? Es tut einfach nur weh, es macht mich verzweifelt, also dränge ich es weg. Es kommt aber ja immer wieder, weil wir immer wieder reinszenieren, was gelöst werden möchte. Und so
wenn es dann beim nächsten Mal wiederkommt und du hast jetzt Tiki, dann kannst du sagen, okay, ich nehme die Herausforderung an, ich packe meinen Werkzeugkoffer aus und ich habe jetzt 3, 4, 5, 6, 7 Tools, die zu diesem Thema passen. Und jetzt erledige ich das ein für alle Mal. Und das ging ja vorher nicht. Also das ist eine unglaubliche Veränderung, wenn man das wirklich tut. Und dann, ja, gibt es den klassischen Weg mit Tiki weiter, Tiki 2, Tiki 3. Da sind ganz, ganz viele Tools noch drin. Wir aktivieren die Zirbeldrüse, wir aktivieren die DNS, wir gehen ganz viel auch in die Tiefe rein, was uns auch aus anderen Inkarnationen eventuell blockiert, weil was wir da alles miterlebt haben, auch zyklisch. Diese 26.000-Jahres-Geschichte, über die ich in Involution schreibe, die uns ja alle irgendwo betrifft, ja, weil wir alle in diesem Wandel sind. Also da auf dieser Hauptstraße Tiki 1 bis 3 ist ganz viel davon drin, ganz viel Befreiung. Und wer dann eben merkt, ich möchte einzelne Themen noch vertiefen, der kann dann noch Intensivseminare machen. Da habe ich zum Beispiel ein Seminar für die Ahnen, um da alles zu befreien und aufs volle Potenzial zuzugreifen, was wir eben auch aus der Ahnenlinie mitbekommen haben. Ich habe ein Seminar Seelenkraft, das jetzt super gut zum Thema eben auch passt, wo es einfach darum geht, wie können wir unseren Seelenplan verstehen, verstehen, warum wir da sind, was ist die Seelenfamilie, was ist mein geistiges Team, wie kann ich das alles besser nutzen, wie kann ich da besser kommunizieren, wie kann ich auf mein mitgebrachtes Potenzial zugreifen, um es hier in meine Projekte fließen zu lassen, in dieses Leben. Also da ist ganz, ganz viel drin, Dualseelen und so weiter. Dann habe ich ein Partnerschafts-Beziehungsseminar, ganz toll. Wir haben Seminare für Kinder, für Teens, also für kleine Kinder im Grundschulalter, für Teens, also ganz, ganz, ganz viel. Und Wow. ich sage immer, entscheide das nicht mehr im Kopf. Schau einfach rein, was dich ruft. Und dann wird es das Richtige jetzt im Moment sein. Der Wahnsinn. Also, was du alles anbietest und in welchem Spektrum das wirklich ist, ist ja in jede Ja. Richtung. Kann man Ja. nur glücklich werden. Ja. Also da ist wirklich alles drin, alles abgedeckt. Ja. Was sind denn so die häufigsten Gründe, warum sich die Menschen an dich wenden? Das ist auch eine gute Frage. Also das hat sich über die Jahre natürlich auch verändert, weil die Menschen jetzt auch durch die vielen Interviews, die ich gebe und so auch besser verstehen, was ich tue, was ich mache. Also früher war es schon mehr so auch, oh, mein Partner ist fremdgegangen oder oh, ich habe eine Krankheit oder so, ja. Und inzwischen geht es schon sehr in die Tiefe. Also kommen auch viele Menschen, die schon lange auf dem Weg sind und merken, mir fehlt noch so der Durchbruch. Ich habe schon so viel gemacht und doch trete ich noch auf der Stelle, die dann einfach mit Teki nochmal weiterkommen. Und wie geht's deinen Teilnehmern nach den Seminaren? Hast du mal Feedback bekommen? Natürlich, ganz, ganz viel. Natürlich weiß ich nicht von jedem Seminarteilnehmer, wie es ihm danach geht, aber wir bekommen viele ganz tolle Zuschriften. Und wir haben auch eine Gruppe auf Telegram, die exklusiv für Seminarteilnehmer ist, also wo sich diese Seminarteilnehmer austauschen, von ihren Erfahrungen berichten, sich auch gegenseitig behandeln, um Hilfe bitten oder mal Sehr was toll. reinposten, was auch immer. Und da lese ich auch mit, beziehungsweise da kann man auch mir direkt immer wieder Fragen stellen. Ich habe auch einmal die Woche in Zoom, wo man Fragen stellen kann zu den Online-Seminaren, wer da gerade drin ist. Also man ist nicht alleine. Ja, und diese Rückmeldungen sind gigantisch. Also ich kann es manchmal selber kaum fassen, wie schön die Berichte sind oder was sich da manchmal einfach so im Handumdrehen bei den Menschen gelöst hat, die vorher noch nie energetisch auch gearbeitet haben oder die schon ewig an was dran waren. Schwangerschaften, egal was, vielleicht schon 10 Jahre mit in vitro und alles probiert haben und nach Tiki schwanger geworden sind. Ich habe auch ein Seminar Babyglück übrigens zu diesem Thema Schwangerschaft und Geburt und so weiter. Also
Ja, also natürlich kommt auch mal, wow, ich habe noch Probleme mit den Hellsinnen, ich kann noch nicht so viel wahrnehmen, kann mir da jemand helfen? Und dann arbeiten da wieder andere zusammen und gucken, dass da auch diese Themen lösen füreinander. Also es gibt alles. Es ist nicht nur immer heile Welt. Das ist auch ganz wichtig, ja, so, dass man da auch kommen kann und sagen kann, hey, mir geht's gerade nicht gut oder ich bin gerade frustriert, weil sich noch nichts verändert hat. Und dann sind aber die anderen da, die sagen, hey, mir geht's gerade ähnlich, lass uns mal einen Termin zusammen machen oder lass uns mal zoomen oder ich gucke mal bei dir drauf und du bei mir. Und dann früher oder später gibt es immer einen Durchbruch, weil alles lösbar ist. Finde ich Nicht klasse, dass wir mit aufgeben. Gleichgesinnten auch sich einfach zu reden können. Genau. Es hilft. Ich habe jetzt so viel über die Tiki-Methode gelernt. Ich finde die echt total klasse, wenn ich jetzt wirklich das lernen möchte, um mich damit selbstständig zu machen. Du hast gerade eben ja von der Ausbildung gesprochen. Wie läuft das dann ab? Also, ich mache Präsenzseminare am Bodensee und in Kapstadt. Die sind aber derart gefragt. Ich habe jetzt gerade gehört, dass schon das ganze Jahr ziemlich ausgebucht ist. Also da muss man wirklich gucken oder sich mal noch auf die Warteliste setzen lassen, wenn man da zu mir möchte. Ich habe auch andere Lehrer ausgebildet. Da kann man auf meiner Homepage gucken. Das sind dann die Verlinkungen zu denen. Die bieten dann auch ihre eigenen Seminare an. Die sind dann auch kleiner als meine. Und man kann natürlich bei mir online lernen. Und diese Online-Seminare sind absolut gleichwertig wie die Präsenzseminare. Also da wird ganz viel rückgemeldet. Manche finden es sogar besser, weil sie sich die Zeit frei einteilen können, weil sie zu Hause mit Dutt auf dem Kopf und Wollsocken sitzen können und ihre Übungen machen und auch mal was zweimal anhören können. Vor Ort ist natürlich einmal und tschüss, ja. Und vor Ort gehen die Seminare jeweils 3 Tage, also Tiki 1 3 Tage, Tiki 2 3 Tage, Tiki 3 auch. Diese Intensivseminare sind teilweise kürzer. Und online hat man 21 Tage für den gleichen Inhalt Zeit. Also es ist genug Zeit, auch das neben der Arbeit herzumachen oder wie auch immer. Wir begrenzen das absichtlich, weil wir damit einfach gute Erfahrungen haben. Also diese Seminare sollen nicht der Unterhaltung dienen und dass man das irgendwie über ein Jahr hinzieht und dann eigentlich gar nicht mehr so genau weiß, um was ging es eigentlich am Anfang, sondern wir trainieren wirklich richtig die neuen Dinge ein, ja, durch ständige Wiederholung, durch immer ein bisschen schneller beim nächsten Mal und so weiter. Und das funktioniert nicht, wenn wir das zu sehr stretchen. Deswegen 21 Tage ist super machbar für jeden. Und für Ausnahmefälle haben wir auch eine Lösung. Brauche ich denn Ja. Vorkenntnisse, um da mitzumachen? Nein. Gar nicht. Also es kann jeder mitmachen. Natürlich haben heutzutage die meisten Vorkenntnisse, haben schon irgendein Seminar gemacht oder ein paar Bücher gelesen. Wenn man mein Buch vorher gelesen hat, ist es auch kein Fehler. Dann hat man schon viel aus TK 1 schon mal gehört, gelesen, sich schon mal ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Aber natürlich kann ein Buch nie ein Seminar ersetzen. Also das Seminar ist schon essentiell, um dann wirklich, ja, sich einfach mit einem einzigen Gedanken in jeder Alltagssituation verbinden zu können. Das halte ich für so wichtig. Weißt du, Tiki ist keine Methode, wo ich mich irgendwo ins Eck setze und meditiere, wenn ich Zeit habe, sondern du kannst immer in deinem Alltag wirken. Und das sind wir doch. Wir sind doch Schöpfer. Wir sind doch nicht im Alltag Ego und zu Hause, wenn das Licht aus ist, Schöpfer. Nein, wir sind immer Schöpfer in jedem Gespräch, in jeder Begegnung, in jeder Entscheidung, in jeder Sekunde unseres Lebens, egal wo wir gerade sind. Und Teki führt eben wirklich in die Alltagsermächtigung. Ja, Wahnsinn. Ich kann dazu echt nichts anderes sagen, weil ich das so toll finde. Für wen eignet sich das denn besonders, die Ausbildung zu machen? Auch für jeden. Du, ich habe, wie gesagt, ich habe Kinder, ich habe Jugendliche, ich habe von der Hausfrau bis zum Doktor, Doktor, Professor, jeden da im Seminar, wirklich alle. Und jeder nutzt es für sich, weißt du, es holt denn da ab, wo man es gerade braucht.
Ja, der eine will gerade mehr persönliche Themen lösen, der andere will es mehr fürs Berufliche einsetzen und merkt dann vielleicht aber, wow, meine Beziehung verändert sich jetzt auch positiv, weil ich in mir ja immer aufräume. Also es ist wirklich, ich möchte keine Zielgruppe definieren, habe ich noch nie gemacht. Die Zielgruppe ist der Mensch, der sich verändern will, der ein freieres, erfüllteres Leben haben möchte, egal welches Alter. Ich hatte, meine älteste Seminarteilnehmerin war 89. Wow, Und jetzt Wahnsinn. gerade ist eine mit 79 nach Kapstadt gekommen und hat hier mitgemacht. Ja. Klasse. Also es gibt da keine Grenzen. Ja, also jeder, der was verändern möchte. Das ist. Sandra, wie können die Menschen dich denn erreichen, um mehr zu lernen? Wie können sie vielleicht mit dir Kontakt aufnehmen, um mehr zu dir erfahren, um dann beruflich auch erfolgreicher zu sein? Also einfach, ich würde sagen, wir verlinken meine Homepages unten und einfach noch ein paar Links dazu, die Bücher und so weiter. Und dann kann jeder sich führen lassen, ob er sagt, ich stöbere mal auf der Homepage, ich melde mich mal für ein Seminar an oder ich lese erstmal die Bücher von Sandra oder wie auch immer. Lasst euch wirklich führen, Leute. Ich will niemanden überzeugen. Also das ist gar nicht mein Feld. Ich will einfach. Wer spürt, das macht was mit mir, da kann ich mir vorstellen, da passiert hier was in meinem Herzraum, der wird zu mir finden, egal auf welchem Weg. Glaube Und auch. dann freue ich mich auf euch. Liebe Teilnehmer und liebe Teilnehmerinnen, möchtest du dein Leben sinnerfüllter und freier leben, gesund auf allen Ebenen sein, die alten Schmerzen der Vergangenheit endlich hinter dir lassen? Sandra hat eine eigene Heil- und Bewusstseinsmethode entwickelt. Dadurch schaffst du, dich persönlich weiterzuentwickeln und kannst dir dein Leben voller Glück, Erfolg und Gesundheit selbst erschaffen. Daher kann ich dir echt nur empfehlen, schau dir einmal die Teki-Methode genauer an, indem du mit Sandra mehr Zeit verbringst nach den Interviews. Schreib sie einfach an. Unter dem Interview findest du den Link. Sandra, du hast ja noch einen wundervollen Gutschein ins Kongresspaket als Bonus hinzugefügt. Was genau ist das? Ein Gutschein über 10% für ein Teki 1 Online-Seminar. Und wer das zufällig schon hat, es kann ja sein, dass auch Tekis hier schon dabei sind, der kann es auch für ein Teki-Seelenkraft-Intensivseminar einlösen. Also einfach ein Gutschein für das eine oder andere Seminar. Dankeschön, Sandra. Das ist so toll. Sandra, Gerne. vielen Dank für dieses wundervolle Interview, was ich mit dir führen durfte. Ich habe echt so viel gelernt über Teki. Ich bin begeistert. Und es hat mir, glaube ich, auch ein bisschen so die Augen geöffnet und wahrscheinlich nicht nur mir. Das ist schön. Wenn es das erreicht hat, dann freue ich mich. Danke für die Einladung, Christine. War sehr schön.